Ich bin der Flamur Scholle. Wir haben den 21. Oktober 2021. Aufgabe Nummer 1b. Da geht es um eine Gleichung. Zwei Drittel x minus 26 gleich 54 minus 2 geteilt durch 5x. Man soll da noch x auflösen. Wie machen wir das am besten? Wir können auf beiden Seiten plus 2 Fünftel x rechnen, plus 2 Fünftel x. Dann gibt das 2 Drittel x plus 2 Fünftel x. Wir nennen das nachher zusammen. Minus 26 gleich 54. Ich schreibe jetzt hier nicht mehr minus 2 Fünftel x auf plus 2 Fünftel x, weil also das geht dann zusammen einfach 0. Darum fällt das ganz weg. Ich mache da nicht eine zusätzliche Ziele. Zeile. Plus 26 auf beiden Seiten geht das 54 plus 26. Was geht das? Das geht 70, das geht 80. Und da haben wir minus 26 plus 26 geht 0. Also haben wir nur noch x, 2 Drittel x plus 2 Fünftel x. Und jetzt können wir das Gleichnennerig machen. Wie machen wir das? Wir rechnen 2 Drittel x mal 1 plus 2 Fünftel x mal 1. Warum mal 1? Weil wir dürfen immer jede Zahl mal 1 rechnen. Das ist gleich 80. Und jetzt 1 ist gleichzeitig auch eine Zahl durch die gleiche Zahl. Zum Beispiel 5 geteilt durch 5. Wieso wähle ich da 5 aus? Weil ich will die Gleichnennung machen. Heißt der gleiche Wert und die will Zahl. Und beim zweiten Term rechnen wir dann 3 geteilt durch 3. Und das gibt 2 mal 5, das ist 10x. Geteilt durch 3 mal 5 ist 15. Plus, und dann 2x mal 3, das ist 6x. Geteilt durch 5 mal 3 ist 15. Gleich 80. Und das gibt 10x plus 6x geteilt durch 15. Gleich 80. Mal 15 auf beiden Seiten. So haben wir, und oben dran haben wir 10x, also ich schreibe es schnell kurz auf. 16x geteilt durch 15 gleich 80. Auf beiden Seiten mal 15, so haben wir 16x gleich 80 mal 15. Das ist 80 mal 10 plus 5. Und das ist 80 mal 10 ist 800. 8 mal 5, das muss die Hälfte vom vorherigen sein, also 400. Dann haben wir 16x gleich 1200. Ich rechne hier oben weiter. Wir haben also 16x gleich 1200. Wir rechnen auf beiden Seiten geteilt durch 16, das gibt x gleich 1200 geteilt durch 16. Die Frage ist, wie rechnen wir jetzt so etwas aus? Falls wir hier keine Taschenrechner da verwenden. Ich muss jetzt auch noch schnell prüfen, stimmt das überhaupt? Nicht, dass ich da eine Zeit nehme für etwas, was nicht stimmt. 75, das ist richtig. Wir können uns Folgendes dabei überlegen. Wir haben oben und unten Zahl 2, aber auch Zahl 4 drin. Wir können oben sagen, wir rechnen oben 12 mal 100 oder 12 mal 10, 120 mal 10 gibt 1200. Und dann nehmen wir noch 120 auseinander, also 120 mal 10, nicht 16, sondern mal 10. Dadurch 16, und dann rechnen wir 12 mal 100 und unten dran haben wir 16, also können wir unten 4 mal 4 reinschreiben. Dann schreiben wir oben 3 mal 4 mal 100. Dadurch 4 mal 4, dann wird 4 und 4 rausgenommen und dann haben wir oben 3 mal 100, das ist 300. Und unten geht dadurch 4. Jetzt überlegen wir uns, haben wir irgendwie oben, was haben wir da noch für eine Zahl? Oben haben wir sicher 200 drin. Plus 100 geht auch durch 4. 200 geht auch durch 4. Was ist das?
Wenn man die Zahl nicht sieht, das ist die Hälfte von 400, also muss das 50 sein. Also mir überlegt sich, was gibt denn 200? 4 mal 50 gibt 200. Also was mit 4 gibt 200? Fällt 4 weg? Und hinten haben wir 100 geteilt durch 4. 100 verteilt auf 4 ist 25. Also 4 mal 25 geteilt durch 4, da fällt 4 und 4 weg. Und dann haben wir 50 plus 25 gibt 75. Und mit dem ist die Aufgabe eigentlich da nicht. Ist die Aufgabe doch gelöst? 75. Gut.